Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch und auch heute ist er wieder dabei, der liebe Dan von den Anus-Trompeten. Wir haben, um das mal zu kurz zu fassen, wir wurden getötet, uns wurden die Sachen kaputt geprügelt. Wir sind wieder, ich bin aus dem Spiel rausgeflogen durch meine Dummheit. Dann sind wir ins Spiel wieder rein und haben sozusagen den alten Spielstand, der schon Ewigkeiten her ist, neu geladen. Hatten jetzt, kurz bevor wir aufgenommen haben, Besuch von 3 oder 4 Leuten. 4, glaube ich, waren es. Ist egal. Wir haben sie geschafft. Wir haben sie gehauen. Ich sehe übrigens gerade, ich sehe nicht gesund aus. Ja, und hier geht es jetzt sozusagen weiter, ne? Richtig. Ich habe zwischendurch auch nochmal, was ebenfalls aus pure Dummheit war, mein Getränk umgestoßen. Habe nochmal eben darum gebetet, dass meine Konsole und vor allem mein Rechner heile geblieben ist. Ist es beides. Ich bin tierisch begeistert. Ich freue mich. So. Wo kriegen wir jetzt noch was zu essen her? Weiß ich nicht, aber du kannst die hier, die Knochen kannst du hier aufsammeln. Hier liegen noch ganz viele rum. Ja, hier ist noch hier dieser. Ach so, ja. Gut. Ich brauche jetzt trotzdem irgendwie, also wenn er hier so dieses Symbol rechts in dem Kreis ist bei mir jetzt fast down, fast runter. Was denn wohl heißt, ich hab Hunger, oder? Das ist der Magen. Der Magen selber sagt Hunger. Ja. Ja, das bedeutet dann, du hast Hunger. Ich besorge uns mal wieder so ein bisschen hier ein paar Fische und hänge die dann einfach mal auf. Ja, das finde ich das gut. Dann kann ich derweil ein bisschen Holz besorgen. So. Warum steht hier dieses komische Ding von den Arschlöchern? Das habe ich jetzt kaputt gemacht. Weiß ich nicht, vielleicht markieren die uns dadurch irgendwie. Vielleicht müssen wir die regelmäßig kaputt machen. Man weiß es nicht. Ich habe es jetzt kaputt gemacht, weil es sich einfach... Da stand hier und ich habe gedacht, dann kommt es halt weg. Haben die das so schlau programmiert? Ach, ich bin das ist immer so die Frage, ne? Ach, ich bin mit Blut irgendwie bedeckt. Ich sollte mich mal waschen, sehe ich gerade. Wenn ich den Baum hier weggemacht habe. Ich wollte es dir nicht sagen, aber du hast recht. Das solltest du wirklich... Ein Fisch. Na, das ist ja großartig. Egal, den hau ich dir mal auf der Dings rauf. Würde ich mal sagen, wenn du Hunger hast. Sehr sympathisch. Ich habe mal 2 Stück darauf geklatscht. Also in Grill, quasi ins Feuer geworfen. Ja. Oh. Was tust du? Ich versuche hier diesen Fisch zu fangen. Jetzt habe ich ihn. Oh, das sind auch noch so schöne, die ich mir sonst ins Aquarium packen würde. Wenn ich eins hätte. Du könntest dir natürlich ein Holzaquarium hier bauen. Ein Holzaquarium. Siehst du, guck mal, kann man schon essen. Ja, siehst du. Meine Gesundheit regeneriert sich dann auch ein bisschen. Find in der Hoffnung, dass... Ja, aber ich gehe mal eben zurück in den... ins Flugzeug und guck mal, ob da vielleicht ein bisschen Medizin oder sowas gespawnt ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Man weiß es nicht. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Also Medizin. Ah ja, ein bisschen Medizin auf jeden Fall. Und Essen ist wieder gespawnt. Medizin ist gespawnt. Dosen, Getränkedosen sind also, hier wieder gespawnt. Wenn du gleich zurückkommst, dann gehe ich hin. Ja. Ja. Mach das mal bloß. Oh ja, Alkohol. Auch besaufen können wir uns auch, na, wie geil. Ja. Mounts. Der hat Langeweile. Alles gut. Ich hab ja auch nicht gesagt, dass nicht alles gut ist. Ich habe nur festgestellt, da mounst was. Achso, das war einfach nur, wie war das, Feststellung ohne zu bewerten? Ja, völlig wertfrei. Ach, okay. Ja. Gott, jetzt geht das hier sogar psychologisch. Was wollte ich jetzt? Ja, kannst hingehen. Ja. In die Hütte, quasi. Quasi ist das der Plan. Ja. Guck mal, jetzt hängt dieses Trocknungsding da wieder. 3 Fische hängen da. Ja, läuft. Was ist das hier? Ich will's fangen. Also im Flieger, sagst du, war das oder wo war das? Ja, genau, direkt im Flieger. Oh. Läuft. Aha. Ein kleines Fleischstück gesammelt, ja cool. Okay, kann ich gebrauchen wahrscheinlich.
Wir haben übrigens festgestellt zwischendurch, es gibt hier wohl eine Höhle in der Nähe. Ja. Wo bist du? Wo hast du geschrien? Ich höre hier... Gegner? Ja, aber das war, glaube ich, nur einer. Ja, ist nur einer. Na ja, gut, trotzdem, man weiß ja nicht. Also komm her, dann Troller. Machen deine Abend. Gegner Mounts? Nee, das hätte ist... Hätte ja sein können, dass du da irgendwie einen Special-Effekt hast. Nee, das ist mein Kumpel. Das ist mein Kumpel, der befindet sich hier mitten im Raum, hat Fell, nennt sich Katze. Komm her, Troller. Jo, was ist los? Womit hast du den langen Speer oder den guten Speer gemacht? Mit drei Knochen, zwei Stöcker und ein paar Stofffetzen. Okay. Ich habe noch alles da. Aber warum kann ich dann... Er sagt, er lässt jetzt nicht zu oder sagt nicht irgendwie, bau das zusammen so. Weißt du, wie ich meine? Hast du zwei Stöcker mal in die Mitte gelegt? Da liegen jetzt drei sozusagen. Okay, du musst jetzt erstmal zwei Stöcker in die Mitte legen und dann mit der rechten Maustaste die quasi kombinieren. Okay. Ah ja, jetzt lässt das auch zu. Aha. Warte mal, irgendwas mache ich falsch. Und wieso kann ich jetzt nicht kombinieren? Also es gibt diesen Button nicht. Also er macht zwar dieses Zahnrädchen. Ja, und dann musst du nochmal bei der rechten Maustaste. Ja, genau. Da ist schon wieder einer. Komm her, Waldi. Komm her, Waldi. Und dann sagst du drei Knochen? Ja, genau. Nö. Oder noch mehr, muss gucken, wie sich das dann gerade füllt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, da ist noch einer. Wo ist der? Wo bist du? Hast dich verpisst, ne? Hast Angst, ne? Mhm. Ich hab eine Idee. Gerade mal. Ins Inventar. Warte mal, ich geh mal eben zack, zack. Kann auch sein, dass du mehr brauchst als drei Knochen. Musst einfach mal gucken. Upgrade Spear. Brauche ich noch zweimal Stoff, kann das sein? Ah! Hast du? Ja. Equip. Sehr cool. Sehr cool. Okay, jetzt habe ich auch einen Speer, so einen guten. Der ist echt gut. Der ist wirklich gut. Oh. Also ich habe hier so einen Zombie, habe ich hier schon mal den Kopf abgeschlagen und den Arm. Du schlägst Zombies den Kopf und die Arme ab. Ich würde das Ding einfach in die Nüsse stechen. Einfach Kastration. Ich trenne den gerade die Glieder ab und guck mal, was ich dann damit machen kann. Lasse. Irgendwo für muss das ja gut sein. Ja, ich glaube, du kannst da auch solche Dinger, solche Türme bauen, wie die das ja auch machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ich glaube, du kannst sie damit irgendwie abschrecken. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so war es, glaube ich, damals in der Beta. Ich glaube auch. Warte mal, wie kann man das denn herausfinden? Irgendwo da kann man das doch irgendwie rausfinden. Oh, eine Hasenfalle, die baue ich mal, bevor ich... Würde ich mal so vorschlagen, so. Ja. Sprengstofffalle, ja, soweit sind wir definitiv noch nicht. Bis dahin wird es wohl noch einige Folgen dauern. So, Katapult, Betten, eine Feuerstelle, ein Knochenstuhl, eine Schädellampe. Cool, Kopftrophäe. So.
Ja, ja, irgendwie ging das. Aber zu eurer Information nochmal, also Plan ist, dass jede 3 Tage so eine Folge kommt. Auf die Tage selbst haben wir uns noch nicht wirklich geeinigt. Montag, Mittwoch, Freitag oder so. Montag, Mittwoch, Freitag. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten, wann genau. Das werdet ihr dann ja entsprechend erleben. Beziehungsweise, das ist die 3. Folge, die sollten es schon erlebt haben. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ergibt das Sinn. Ja. War ich jetzt auch keine Meinung. Ich finde das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es jedenfalls nicht. Wie so ein Abschreckungsmagger. Keine Ahnung, ich war der Meinung, das war damals so, aber ich würde da jetzt auch nicht drauf wetten. Ne? Also nicht falsch verstehen. Nee, alles gut. Keine Ahnung. Aber wir sollten uns vielleicht schon mal darum kümmern, dass wir mal. Ich brauche mir hier so einen Jagdunterstand. Dann brauchen wir nicht immer was Neues machen, da kümmere ich mich mal ein bisschen drum. Dann können wir auf jeden Fall immer pünktlich pennen gehen und sowas alles und speichern und uns freuen. Ich habe jetzt mal gerade so ein bisschen ihr Lager in Stücke gehackt. Ja, läuft. Sehr gut. Dachte mir, kannst du die zerstören? Zum Teil. Ach geil, cool. Also ich dachte mir so, wenn die Arschlöcher uns jeden Abend besuchen kommen, finde ich, kann man auch einfach mal einen Gruß hinterlassen. Sehe ich auch so. Das erinnert mich so ein bisschen an Scary Movie. Inwiefern? Ich weiß gar nicht mehr, wer das von denen gewesen ist. Auf jeden Fall hatte einer gesagt, bevor hier dieser Horrorclown hier ankommt und mich vergewaltigt, vergewaltigt den Horrorclown. Fand ich sehr gut. Fand ich sehr gut. So, was brauche ich denn jetzt noch? Mal Steine. Aber gut, davon liegen ja hier noch genug rum. 5 Stück kann ich, glaube ich, tragen, wenn ich mich nicht recht irre. Nee, 7 Baumstämme. Okay, das kriege ich hin. Pass auf, ich arbeite. Das ist ein seltenes Bild. Ist ein seltenes Bild, ich gebe es zu. Ich würde ja glatt einen Screenshot machen, wenn ich in der Nähe wäre. Ich nehme mir alles auf. Ich beweise es ja. So. Na, du blöder Baum, kannst du dich jetzt mal entscheiden, in welche Richtung du fallen willst? Kann man da nicht irgendwie. Oh, mein Magger ist hier außer Power. Achso. Das kommt, weil ich vielleicht mal wieder irgendwie was trinken sollte oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich finde, da stellen sich solche Charaktere auch immer sinnlos an und so, ne? Ja. Ich brauche was zu trinken, sonst sterbe ich. Ja, ja. Weißt du? Essen. Mi. So ja. Klingt das für mich. Ja. Ist das jetzt so ein Holzding zum... ich weiß was. Alles klar. Dann kann ich mir nur Cola reinpfeifen, so. Ist so ein Holzding, ja. Das ist jetzt so ein permanenter Jagdunterstand. Okay. Dann haben wir quasi ein bisschen Ruhe. Und brauchen nicht jeden Abend da was Neues zu bauen. Sondern können dann wirklich sagen, so, fick dich. Gegner, jetzt legen wir uns da rein und fertig. Und wer Probleme mit meiner Wortwahl hat, Beschwerden nehme ich gerne entgegen unter alterni@. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Siehst du, guck mal. Dings habe ich fertig, gespeichert ist auch. Sehr schön. Leute. Ich sollte aber speichern, da ich Host bin. Da das aber gerade nicht geht. Wieso? Speichern kannst du doch unter C, wenn du davor stehst und C drückst. Ach, das habe ich eben nicht gesehen. Ja, so. Ruckelt ein bisschen jetzt gerade. Nö, bei mir geht kurz das Screen weg und das war's.
Ja, deswegen hat es bei mir geruckelt. Ach so. Und jetzt kann man weitermachen. So ein Hasending hier würde ich ganz gerne. Mach doch, guck mal, verhindert dich. Mach mal fertig. Niemand. Ja, so ist das. Genau. Also ich muss schon sagen, dass es, obwohl das in Anführungsstrichen so alt ist, weiß nicht, das ist richtig, ja, für den, klar, in der Gaming-Branche ist das Spiel hier schon eine Rarität, aber für mich ist das noch nicht alt, wirklich gar nicht. Das kann man mal so nebenbei so ein bisschen mal rumsuchten, finde ich. Ja. Das geht immer. Ach, ich weiß nicht, es müssen ja auch nicht immer die neuen Spiele sein. Klar sind die neuen Spiele dann vielleicht auch mal aufregend und tada und so. Aber es gibt auch so alte Spiele, die ich auch mal wieder ganz gerne spiele. Jo. Ja. Also von daher. Wenn ich gucke, für mich muss das. Ich zocke aktuell fast nichts Aktuelles. Also das eine Spiel, was ich gerade, das Grim Dawn, ist mittlerweile ja auch schon von 2016. Ja. Dann spiele ich gut Lost Ark. Gibt es in Europa noch gar nicht, beziehungsweise nur in Russland und Asien bis dato. Mhm. Aber das ist auch 2018. Also die ganz aktuellen Dinger spiele ich aktuell nicht. Wobei jetzt in der Karwoche kommt ja Resident Evil kommt auch, aber das tangiert mich nicht, das Neue. Fand ich die Demo eher öde. Mhm, okay. Aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Ich muss es nicht haben. Aber ein anderer Kumpel von mir fand es total geil und für den freue ich mich auch, dass es dann von ihm kommt, aber für mich wäre das jetzt nichts. Ich habe den zweiten Teil vom Remake fand ich richtig gut. Mhm. Aber jetzt der dritte ist halt nicht meins. Aber es kommt halt Final Fantasy VII Remake. Ja. Und das werde ich auf jeden Fall zocken. Das habe ich auch schon vorbestellt. Mhm. Ja, am Überlegen bin ich da auch. Ich hab's, was heißt am Überlegen? Da brauche ich eigentlich nicht lange zu überlegen. Ich hab's denn doch schon das eine oder andere Mal denn damals gespielt gehabt, ne? Und das vielleicht mal wieder anzufassen in einer neuen, überholten Grafik. Ja, die Demo sah auch sehr schick aus, muss ich sagen. Hat mir auch Spaß gemacht, die Demo. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, das vorzubestellen. Mhm. Denn Ende Mai kommt ja. Ja, Last of Us 2, auch ein absoluter Musttitel. Absolut. Das wäre cool. Also Last of Us, das ist auch definitiv schon meins. Ja, ist auch schon bei mir vorbestellt. Ja. Also auch schon vorbestellt, okay. Ja. Ja, guck. Es gibt so Titel, da weiß ich einfach, dass ich sie spielen will. Ich habe jetzt aktuell drei Titel vorbestellt. Resident Evil, das Remake, Last of Us 2 und eigentlich hatte ich es ja auch schon, sollte es ja schon raus sein oder jetzt kommen, Cyberpunk. Cyberpunk. Mhm. Das haben sie aber ja dann entsprechend auf September verschoben, aber das hatte ich zu dem Zeitpunkt schon vorbestellt und werde das deshalb jetzt nicht irgendwie wieder zurückgeben und dann nochmal neu bestellen. Wie blödsinnig wäre das denn? Nein. Nee, gut, das ist, ich weiß, der Titel existiert, aber ich bin, glaube ich, einer der letzten Menschen auf diesem Planeten, der sich bisher noch nicht mal mehr einen Trailer dazu angeguckt hat. Gut, okay. Ich bin absoluter Fanboy von, wie heißen die jetzt noch? Verdammt, ich bin Fanboy von denen, wo mir der Name nicht einfällt. Der geile Uwe. Nein, es war nicht der geile Uwe. Okay. Es war, ich habe gerade voll den Aussetzer. Kennst du das? Ja. Es ist so scheiße. Ich habe gerade voll den Aussetzer. Macher von Witcher 3. CD Projekt. So. Mhm. CD Projekt Red. Bin ich absoluter Fanboy. Also ich habe die ersten drei Witcher geliebt. Also das dritte habe ich richtig vergöttert. Ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden ich da drin habe. Und ich weiß, dass sie mit dem Spiel nichts falsch machen werden. Mhm. Und ich mag das Setting.
Also so Rollenspiele im Science-Fiction-Setting, die wollen wir schlafen gehen. Also nicht miteinander, können wir machen. Aber... ja. Ja, Rollenspiele-Settings, ja, ich hab's. So, aber wieso kann ich jetzt nicht schlafen auswählen? Du hast... Hasenfalle ist installiert. Wir müssen noch ein bisschen warten, es ist noch zu früh. Nein. Für das Spiel, sagt das Spiel. Ich habe hier übrigens eine schöne Lampe aufgebaut, was das für dich eventuell interessant sein soll. Du hast eine Lampe aufgebaut? Ja, eine schöne Schädellampe. Achso. Ja, ja, ich finde, das gibt ja auch Ambiente. So. So, und in diese Hasenfalle hoffentlich kommen da auch ein paar Häschen reingehoppelt. Dann haben wir... Ich glaube, wir können uns eigentlich schon wieder Base zurückziehen. Ich glaube, das wird gleich wieder Stress geben. Ja, ja. Ist so eine Vermutung von mir. Ja, ich gehe auch mal im Speichern, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn ich speichere. Ja, das stimmt. Ich verliere höchstens Sachen aus dem Inventar. Das ist aber nicht so wild. Ja. Sag ich jetzt mal, das kann man sich ja immer wiederholen. Mit dem Essen würde ich noch ein bisschen warten. Und ich versuche auf jeden Fall am Tag nächsten Folge irgendwie mal so ein bisschen hier so ein bisschen hier so ein Schildkrötenmagger hier zu finden, damit wir mal ein bisschen Geld. Warte mal, da haben wir es doch. Ein Wassersammler. Würde ich mal neben Feuer aufstellen? Fragezeichen. Gute Idee oder nicht? Machen wir das Feuer. Wo ist denn das? Ich glaube, das ist ziemlich egal, wo man es aufstellt. Ja, mach das hier. Ja, okay. Wo ist denn das Feuer abgeblieben, sag mal? Da, bei dem Trockengestell, ne? Genau. Kalt und durchnässt. Ich habe einen nassen Minirock an. Soll mich das jetzt irgendwo, wie soll ich sagen, erotisch berühren? Wir sind schon sehr lange hier in diesem Wald. Nein, Ernie. Es berührt mich immer noch nicht. Immer noch null Reaktion. Oder sollte ich sagen, null Erektion. Ach, schön, ja. Vor allen Dingen hat der, ich sag ja, der hat sich sogar die Perlong-Strumpfhose angezogen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich kann ja nachvollziehen, dass der Magger sagt, oh, saubere Klamotten, bla bla bla, oder überhaupt andere, die mich ein bisschen wärmen. Im Survival, wenn du wirklich nur auf Survival-Modus bist, ist das ja eigentlich völlig Banane, was du hast, was du drehst. Hauptsache, du kommst irgendwie über die Runden. Aber ich zieh mir dann doch nicht auch noch den Rock und die Perlong-Strumpfhose und die High Heels an. Er wollte es halt stilecht machen. Ach so. Okay. Wir können aber noch nicht speichern. Na gut. Wir speichern schon, aber nicht. Ja, ja, aua. Ah, Mann. Ach, die Fresse. Ich kann schön was. Hallo, Vogel. Ich kriege auch noch. So, theoretisch können wir doch irgendwo einen Baumstamm lagern. Nee, das brauchen wir nicht. Nö, aktuell nicht wirklich. Aktuell ist das komplett überflüssig. Das, was ich gerne haben würde, ist hier halt eben so abschrecken. Hier diese Totems oder sowas würde ich gerne selber bauen wollen. Ja. Ja, das geht auch irgendwie, wie gesagt, also, aber bitte frag mich nicht, wie, weil das ist schon ein bisschen länger her. Bei den Fallen sehe ich es nicht. Ja. Gute Nacht ist immer noch nicht drin. Nee, Notizen. Ich brauche keine Notizen. Inhaltsverzeichnis. Grundlagen des Überlebens. Aber ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt trotzdem, ob wir speichern können oder nicht. Wir können es ja offline machen, weil jetzt gerade passiert nicht viel. Nee. Außer darauf, dass wir warten, dass der nächste Tag wird. Ich bin übrigens kurz vorm Verhungern, so eine Scheiße. Habe ich noch irgendwas zu essen? Hier hängen Fische und Arme und Beine. Die Arme und Beine sind besonders wichtig. Ich musste Inventarplatz Ich verstehe. Schaffen. Ich nehme mal den Fisch, wenn das okay ist.
Ja, hau rein. Du kannst auch ein schönes Ärmchen haben. Nein, danke. Heute mal ausnahmsweise nicht. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt, wir verkacken herrlich. Ja, das können wir. Und wir schaffen es, ja, und wir schaffen es nicht mal mehr, unsere eigenen Arsch eine Woche am Leben zu erhalten. Warum auch? Ich meine, aber wir haben immer noch nicht hier geguckt, ob wir hier eine Pizza bestellen könnten. Richtig, ich muss auch mein Handy aus dem Flugzeug holen und so. Das muss. So. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, euch auch noch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.